Ein Schiff ist sicherer, wenn es im Hafen liegt. Doch dafür werden Schiffe nicht gebaut. Und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe euch heute mal wieder ein neues Set von LEGO Friends mitgebracht, die 41734 im Juni 2023 auf dem Markt erschienen. Nachdem ich ja von einem Friends-Set bisher sehr begeistert war, dieses Jahr, hier oben steht es, der Strand-Erlebnispark. Und ich auch schon das Freundschaftsbaumhaus von Friends damals gebaut habe, das auch richtig gut war. Und City aktuell auch ganz gut ist, dachte ich mir, Mensch, guckst dir mal noch was von Friends an. Und schauen wir mal, was dieses Set denn so kann und was es drauf hat. Ein interessantes und cooles Thema, wie ich finde, mit ein paar netten Figuren und Spielfunktionen. Und damit werfen wir auch direkt einmal einen Blick darauf. Zunächst einmal kommen wir hier zur Verpackung. Vorne drauf 7 Plus. Die 41734. Ich werde gleich versuchen einzuordnen, ob das für 7-Jährige, ab 7-Jährige geeignet ist oder wie ich das sehe. Hier sehen wir einmal, was wir damit alles machen können. Da kann man nämlich ein bisschen was machen. Und auf der Rückseite sieht es dann so aus. Der Name dieses Sets ist hier das Seerettungsboot. Und es ist wichtig, genau auf den Namen zu achten. Es ist kein Seenotrettungsboot, es ist das Seerettungsboot. Es geht tatsächlich darum, hier in dem Thema Müll aus dem Ozean zu entfernen und die See zu retten. Das ist die deutsche Übersetzung. Ob das so charmant gewählt ist, weiß ich nicht genau, aber sie haben sich dazu entschieden. So, hier sieht man das mal. Hier soll Müll aus dem Wasser entfernt werden und die Delfinis, die dabei sind, die freuen sich sehr. Ja, da sind coole Delfine mit dabei. Das ist eine nette Geschichte. Kommen wir mal zur Anleitung und zu den Stickern. Sticker sind eine Menge dabei. Es ist ein Spielset, ist für mich okay. Es sind auch eine Menge Aufkleber, genau. Sticker sind dabei und eine Menge Aufkleber. Es sind auch Drucke dabei. Relativ viele sogar. Also, das passt. Hier sind die Sticker. Ich werde euch den am Set zeigen, ungefähr wo die hinkommen. Und die Anleitung. Lego-typische Anleitung. Einfach zu bauen. Also, für 7 Aufwärtsjährige glaube ich einfach zu bauen. Es gab insgesamt 6 Bauabschnitte, also 6 Tüten mit Bausteinen. Ich baue erst Abschnitt 1 fertig, dann mache ich Tüten Nummer 2 auf und baue die fertig. Dabei ist auch so eine große Plate hier, so eine große und ein paar andere große schicke Teilchen. Und dann wird fröhlich drauf losgebaut. Wie gesagt, eine typische Lego-Anleitung, so sage ich dazu immer. Relativ wenige Teile pro Bauschritt, sodass die Übersicht hier nicht verloren wird und auch immer ein Erfolgserlebnis pro Bauschritt da ist und die Motivation aufrechterhalten werden soll, um einfach weiterzubauen. Ich komme also schnell ins Blättern. Die Anleitung ist generell auch sehr übersichtlich gehalten. Zum Beispiel habe ich hier einmal eine extra Abbildung hier oben, wie das genau aussehen muss. Also ich baue dieses Element da unten dran. Und dann sehe ich hier oben nochmal, wie es genau aus der anderen Perspektive aussieht, damit ich auch keine Fehler mache. Hier und da sind so eine Hinweise in der Anleitung enthalten. Interessanterweise habe ich hier nahezu keine Farbkodierung. Also alle bunten Farben, die hier drin sind, haben auch einen Sinn. Die haben eine Funktion sozusagen. Die sind da mit Absicht drin. Eine Farbkodierung fiel mir nicht auf. Anders als bei Sets für 18-Plus-Jährige. Ich glaube, Lego denkt, die 7-Plus-Jährigen Mädels sind schlauer als die 18-Plus-Jährigen. Erwachsenen, die einfach zu viel Geld haben und sich nur große, teure Sets kaufen und die einfach fertig haben wollen. Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, Farbkodierung hatte ich hier nicht, war gut zu bauen. Das können auch Jungs bauen. Ich habe gerade Mädels gesagt. Ich weiß, Friends ist traditionell an Mädels ausgerichtet. Aber ich finde, die Farben sind in letzter Zeit, also seit diesem Jahr vor allem, ist es mir aufgefallen, gesetzter geworden. Nicht ganz so bunt, knallig, ne? Nicht diese typischen klischeebehafteten Mädels-Themen. Ich finde, das kann auch ein Junge bauen. Klar, wir haben hier einen Touch von Lila, Violett drin, Flieder, Lavendel vielleicht auch. Wie heißt die Farbe? Ich weiß nicht, das hier. Lavendel, ja. Aber ist ja keine schlimme Farbe. Gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut. Ja, ich finde die Farben bei Friends generell ziemlich nett, weil die fröhlich und frisch sind und nicht so düster und grau, wie es in anderen Serien sein könnte. So, wir haben Minifiguren dabei. Und da zeige ich euch gleich noch was. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Einige wissen es bestimmt schon. Einige findige Menschen unter euch, aber vielleicht nicht alle. So, die 4 Figürchen haben wir hier am Start. Ja, die Namen. Alia, Nova, das ist Gunnar und Marco. Habe ich ganz geschickt, ganz unauffällig hier abgelesen. Ja? Genau, die 4 sind dabei. Alle hätten eine Schwimmweste. Ich habe die jetzt nur bei dem einen einmal angezogen. Diese orange Schwimmweste, die hätten alle auch eine. Aber ich wollte, dass ihr den Druck noch sehen könnt. So sehen die einmal von vorne aus. Diese typischen kleinen Mini-Dolls hier. Das sind keine klassischen Mini-Figuren. Aber was bei Lego Friends noch machen, von hinten sehen sie so aus. Das sind schöne Figuren.
Die sind gut gedruckt, also ich finde die schick. Ja, jetzt kann man sagen, ja, ich mag die normalen Lego-Figuren lieber. Ich weiß nicht, mittlerweile habe ich mich an die Friends-Figuren gewöhnt und die gefallen mir sogar ziemlich gut. Ja, und was ich, also ich habe es nicht gewusst, ich habe es zufällig ausprobiert, die Haarteile sind auch bei den normalen Figuren von Lego zu nutzen. Schaut mal, ich habe hier mal jetzt so eine klassische Lego-Figur aus einem Indiana Jones-Set. Wenn ich hier die Frise abnehme, ja, kann ich auch die Frisur von einer dieser Figuren einfach hier draufsetzen und halte die Frisur auf. Und es geht andersrum auch. Die Frisur von der eben gerade kann ich hier aufsetzen. Ja. Ist kein Problem. Die Haarteile sind tatsächlich kombinierbar. War mir nie klar. Ich habe es irgendwie mal durch Zufall einfach ausprobiert. Ja. Und ihr, die es wusstet, werdet jetzt wahrscheinlich sagen, dein Ernst? Merkst du es auch endlich mal? Ja. Vielleicht wissen es aber nicht alle und deswegen wollte ich es mal gezeigt haben. Also die Figürchen sind dabei und die Haare sind kompatibel zu den normalen Lego-Minifiguren. Ja. Wisst ihr was? Ich hole mal das Set ins Bild. So, da haben wir zum einen kleines Mini-U-Boot und zum anderen großes, dickes Schiff. Soll ich das da hinten mal so stehen lassen? Ich lasse das mal so stehen, glaube ich. Großes, dickes Boot, kleines, süßes Boot. In der Anleitung baue ich zuerst das kleine Boot hier. Dieses kleine Mini-U-Boot, das sieht so aus. Schnell zusammengesetzt, ne? Passt wunderbar. Hinten so ein kleiner Propeller dran, dreht sich. Die Arme sind bewegbar so ein bisschen. Ich kann das hier aufklappen. Kann eine Minifigur reinsetzen, hab da zwei bedruckte Einerfliesen drauf, drin, nicht drauf, drin. Und dann sitzt sie da, also die kann nicht aufgenommen werden, sitzen, die werden einfach nur so reingelegt. Ne? Die Friends-Figuren haben keine Noppen hinten am Poppes, wo sie sich aufnoppen können. Die werden geklemmt oder einfach eingesetzt, ohne aufgenommen zu werden. Ja, und dann kann ich schon mal so ein bisschen rumdüsen. Und jetzt kommt's und danach baue ich das große Boot. Und ich hatte das ja bei dem U-Boot von Lego City schon gesagt, dass das U-Boot sich gezogen hat und ich habe dort in Frage gestellt, ob ein Siebenjährige die Geduld aufbringt, das U-Boot fertig zu bauen, ohne dass es langweilig wird. Hier hätte ich am Anfang gedacht, Mensch, das wird ähnlich kompliziert und ähnlich schwierig vielleicht, aber dieses Bötchen hier hat sich ein bisschen einfacher und schneller von Hand bauen lassen. Fand ich jetzt weniger zäh als das U-Boot zum Beispiel aus meinem Lego City Video. Ich meine, wir haben hier am Ende nur 717 Teile, die lassen sich relativ easy zusammenbauen. Ich habe auch viele große Teile mit dabei. Und deswegen passt das eigentlich. Also ich war zu jeder Zeit motiviert. Motivierter als bei dem U-Boot. Und ich kann nur das vergleichen, wie es mir dabei geht und es versuchen, auf ein Kind zu projizieren. Ich glaube, hier wird es weniger Schwierigkeiten. So, jetzt gucken wir uns das aber mal an, oder? Genau. Das ist so ein, ja, was ist das eigentlich? Ich weiß nicht, wie man so eine Art Boot nennt. Ich habe jetzt zwei so Pontons, so Elemente. Keine Ahnung. Alle Seeleute unter euch, sagt mir mal, wie das heißt. Ich weiß, ich wohne an der Küste aktuell, ja, ich weiß es trotzdem nicht. Ich komme aber nicht von der Küste. Ich habe eine Ausrede. Geboren bin ich woanders. Mitten im Land. Ohne Wasser, ohne alles. Ohne Berge. Oh Gott, ich mag Berge. Naja, egal. Also, so sieht's aus. Und ich finde wirklich, dass das schön designt und gestaltet ist. Wir haben eine super Steinequalität hier gehabt. Keine Klemmkraftprobleme. Ich habe ein klares Trans Blue. Es ist nicht milchig. Fast keine Kratzer drauf. Eine Scheibe. Die hat ein paar Schrammis drauf von den anderen Steinen. Alle anderen sind fast perfekt. Genau. Hier zum Beispiel wäre ein Aufkleber, ein Recycling-Aufkleber jetzt drauf. Auf der anderen Seite dann auch nochmal. Hier auf der Seite komplett wäre ein Aufkleber drauf. Das sind diese hier. Die lang hier, ne? Delfine, Schildkröten, sowas, in abstrakter Darstellung wären hier drauf. Eine Rutsche zum Spielen. Warum das jetzt das Polizei-Neongelb sein musste, weiß ich leider nicht. Von hinten sieht es so aus. Auch hier wäre ein Aufkleber drauf. Das ist eine Dusche, so habe ich es verstanden. Hier wäre so ein Aufkleber noch drauf. Eine Tür nach innen. Das ist ein bisschen ungeschickt gelöst. Das ist ja offen hier, ne? Die Technikbrücke sehe ich hier. Vorne haben sie die tatsächlich verkleidet. Hier, ja. Hinten haben sie es weggelassen. Schade. Ah, das ist ein bisschen schade. Wir drehen mal weiter. Achso, hier, Solarpaneele. Hier werden noch Aufkleber drauf. Solarpaneele müssen überall sein. Das Boot wird niemals mit diesen beiden Solarpanelen fahren können. Aber die Dusche funktioniert damit vielleicht und ein bisschen Elektronik. Vielleicht haben sie ja doch einen PC haben sie drin, der wird damit vielleicht funktionieren. Das Boot braucht wahrscheinlich noch irgendeinen Kraftstoff in irgendeiner Form, um fahren zu können. Anders geht es nicht. Oben im Cockpit könnt ihr mal schauen, da haben wir bedruckte Elemente. Einmal den Brick hier, einmal den Slope da hinten. Ein kleines Lenkrad ist da zu sehen. Genau, das sind Drucke. Ich drehe mal weiter. Hier wieder der Recycle-Aufkleber eigentlich drauf. Und dann haben wir wieder die Vorderseite. Wenn ich das baue, ist es am Anfang sehr einfach. Es liegt platt so auf dem Boden. Ne? Dann baue ich es so hoch. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich dann von unten was baue. Dann drehe ich es einmal um, baue von unten die Elemente dran. Und hier unten haben wir Rollen.
Damit kann ich quasi über den Teppichboden düsen und sausen. Auf so einem glatten Tisch oder glatten Boden, wie jetzt hier, rollen die Rollen nicht wirklich. Sie gleiten dann eher, aber ist ja kein Problem. Und auf Teppichboden oder auf Linoleum, glaube ich, würde es dann auch rollen. Damit kann ich dann also wunderbar spielen, muss nicht über den Boden schubbern oder irgendwie sowas. Einzige Farbkollision, die mir jetzt auffällt, wäre dieser Technic Brick hier. Alles andere war halt in den Farben, die ich auch sonst benutzt habe. Ein bisschen mal gutes Rot hier vielleicht auch noch. Das da. Ja, ansonsten geht das. Hier die große Plate unten, dadurch extrem stabil das ganze Thema. So, dann habe ich das ja wie gesagt von unten gebaut und dann baue ich oben weiter. Und wenn ich dann diese Elemente hier aufsetze, diese Geländer hier, dann passiert Folgendes. Schaut mal, das kippelt. Und ich musste dann gegenhalten und da war es beim Bau nachher ein bisschen schwierig. Nachdem es unten dran gesetzt wurde, war es ein bisschen schwierig, die Aufbauten oben anzubringen, weil es immer so leicht ins Kippeln geriet. Hier könnte sein, dass Hilfe benötigt wird durch die Eltern, durch Geschwister, wie auch immer. Oder das Kind kriegt es alleine hin, aber das könnte eine kleine Herausforderung sein. Das war nachher ein bisschen tricky dann zu bauen. Das war die herausforderndste Stelle tatsächlich, wenn es wieder umgedreht wird, dass es eben kippt und nicht so ganz stabil auf jeder Seite ist. Was kann ich damit noch machen? Ich kann hier oben noch was abnehmen. Das ist modular quasi. Ja. Auch nochmal einen Druck hier vorne drauf. Ansonsten ist hier nicht viel los. Hier habe ich einen Haken dran. Damit kann ich das kleine U-Boot hoch und runter lassen. Zeige ich euch gleich. Und jetzt kommen wir zu der coolen Inneneinrichtung. Hier sieht es so aus. Ich hoffe, ihr seht das. Also hier wären überall Aufkleber dran. Da auf dem Herd da unten, hier auf dem PC zum Beispiel wären Aufkleber. Das Sandwich haben sie cool gebaut, finde ich. So ein Salatblatt, da ist eine Gurken, eine Tomatenscheibe drauf quasi. Und zwei so Brotstücke auf dem Tisch. Auf der anderen Seite haben wir ein Doppelstockbett. Hier. Auch hier auf der Bettdecke wäre ein Aufkleber, unten auch. Und hier hinten haben wir eine Sitzbank. Dort, auch dort wären Aufkleber aufgebracht, normalerweise. Hier drin haben wir ein Badezimmer. Da kann ich auch die Tür aufmachen, so. Und ich kann hier oben noch eine Klappe aufmachen. Ich glaube, das ist einfach nur dazu gedacht, um da wirklich dran zu kommen und reinzukommen. Und dann haben wir natürlich die coole Rutsche, wo man auch, wenn man die Weltmeere vor Unrat und Plastik befreit und gerettet hat, einfach ins Wasser sausen kann und seinen Spaß haben. Die Spielfunktion ist ein bisschen schade, weil ihr habt ja auf dem Bild hinten vielleicht gesehen, hier, wie ich den Müll damit eintreibe. Jetzt hätte ich mir natürlich gewünscht, dass wenn ich jetzt hier rumdüse, den Müll auch eintreiben kann. Also, ich kann das hier nach unten biegen. Ich habe hier auch Müll dabei. Das sind zwei graue Flaschen. So, schmeiße ich immer hin. Zwei Dosen mit Druck. Ja, hier hin. Ist mir mein Ding hier abgefallen. Und zwei Reifen, die gibt es auch noch mal dazu. Ja, schmeiße ich auch rein. So, und dann kann ich die Weltmeere retten. Das ein bisschen eintreiben. Ja, jetzt geht's sogar. Ich habe es halt manchmal gehabt, dass das, wenn das hier zu hoch ist, halt durchflutscht. Ne? Muss man schon gucken, dass man das genau nach unten drückt, so unten lässt und dann kann man das einsammeln. Und was auch ganz witzig ist, der Müll treibt ja vor so einem Boot rum, ne? Seht ihr das? Oh Gott, ich muss mal hier ein bisschen... Ah, oh Gott, es rollt. Um Gottes Willen, der Müll. Das ist wie im echten Meer, ne? Müll verteilt sich ruckzuck. So, Müll liegt so vor dem Boot rum, ne? Hier so dies, das alles, hast nicht gesehen. Boot fährt rüber, ich glaube, das hinten mal runter. Ist ja hoch genug durch die ganzen Reifen da unten. So, und hinten wird es eingekehrt. Ja, und dann haben wir sogar Fächer für den Müll. Und das ist richtig cool, finde ich tatsächlich. Einmal hier kommen eigentlich Aufkleber drauf für Recycling. Jetzt habe ich wieder abgerissen. Die Flaschen kommen hier rein, zum Beispiel. Ja. Die Dosen kommen jetzt hier rein. So, sind die auch an Bord. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich nochmal einfach so ein Fach hier drüben für die beiden Reifen. So und so. Dann habe ich den Müll verstaut. Und ich mag das, dass Kleinteile, die rumfliegen, auch verstaut und am Set untergebracht werden können. Wenn ich jetzt natürlich mehr Müll habe, ja, weil ich ja ein kreatives Kind bin und hier alles hinschmeiße, was ich möchte, und mein Zimmer aufräumen möchte damit, weil ich sage, oh cool, hier liegen ganz viele Steine, ich stöße mal rüber, hier sammelt sich alles, kann ich die an Bord nicht unterbringen. Ja, das ist natürlich klar. Aber die Spielidee kommt rüber und ich kann dann auch anlanden, irgendwo zum Beispiel das ablassen und so. Muss aufpassen, dass das halt weit genug unten ist, ist mit Balljoints befestigt und dann geht das eigentlich auch. Man muss halt aufpassen. So ist natürlich, aber eigentlich weiß es, aber ein Kind weiß das, weil ich jetzt so mache, hält es halt nicht. Also mache ich so. Genau. Und das kleine U-Boot hier kann ich zum einen hier vorne noch an den Haken nehmen. Komm her, Freund. So, dann hängt es hier rum. Ja, kann ich es auch ablassen, wie ich möchte. Ne? Ich kann es natürlich auch hier oben aufnoppen. Eigentlich kann ich das aufnoppen.
Ja, kann ich. So, da kommt schon. So. Und dann ist es da oben drauf befestigt und fährt mit. Ja. Und so hätte ich alles schön kompakt, wenn ich möchte, und kann das alles wunderbar hier an einem Stück transportieren. Kommen wir noch zu der wichtigsten Sache jetzt am Ende. Ja, wir wollen ja auch nochmal über den Preis sprechen, denn hier muss ich sagen, also die für mich wichtigste Sache, hier muss ich sagen, das Set ist leider ein bisschen teuer. Bei dem Stranderlebnispark hatten wir jetzt gehabt, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut war, bei City Foods auch besser. Hier haben wir wieder einen relativ hohen Preis. Wir haben hier, wie ich vorhin sagte, 717 Teile bei einer UVP von 84,99 €. Das macht einen Teilepreis von 11,85 €. Das ist viel. 100 Gramm haben wir hier, also der 100 Gramm Preis beträgt hier 11,83 €, denn wir haben 718 Gramm, was dieses Produkt mit den Figuren zusammen wiegt. Ich habe euch die Delfine vergessen zu zeigen. Gottes Willen, schaut mal, hier sind die Delfinis am Start. Zwei von den großen blauen, ja, die sind cool. Und ein kleiner Baby-Delfin in hellblau, auch am Start. So, genau, also das gehört dazu natürlich zu dem Preis, weil ich komme jetzt nämlich zur Preiseinordnung. Delfinis sind super. das ist teuer, so im ersten Blick. Auch mit Rabatten ist es leider immer noch dann teuer. So, ich habe mir versucht mal zu erklären, warum das so sein könnte. Ich habe diese große Plate da unten drin. Das ist ein großes Teil. Ich habe diese drei Fischis dabei. Das sind Sonderformen. Ich habe vier Figuren immer dabei. Ich habe die Rutsche hier hinten dabei, was ein großes Teil ist. Ich habe hier an der Seite von diesen Pontons große Elemente. Diese Plastikschläuche hätten, weiß ich nicht, ob die irgendwie Mehrwert haben, wenn die hergestellt werden, ob die Gussformen da besonders teuer sind, sowas, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich hier relativ viele große Steine und Formsteinchen sozusagen mit drin, die erfahrungsgemäß den Preis immer nach oben treiben. Aber am Ende bleibt es eben einfach teuer. Da ist das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch beim Strand-Erlebnispark. Auf jeden Fall. Auch weil da viele coole Technikfunktionen drin sind. Also, mein Fazit zu diesem Set am Ende ist: Es ist für Kinder nach meinem Empfinden super geeignet, es lässt sich sehr gut aufbauen, es ist von hoher Qualität und ich habe damit durchaus Spielspaß, habe schöne Figuren und habe hier ein tolles Spielzeug. Aber, wie gesagt, ich finde, es ist zu teuer. Und wenn ihr überlegt, was ihr euch kaufen möchtet, was ihr für das Kind kaufen möchtet und ihr hadert noch, ja, nämlich das, nämlich das da oben, nehmt den Strand-Erlebnispark bei Friends, da habt ihr mehr davon als bei diesem hier. Aber wenn so ein Boot Thema ist oder wenn ein Kind Fan von so einem Wasserthema ist, dann habt ihr hiervon auch viel, weil es ein cooles Set an sich ist. Nur im direkten Vergleich verliert es eben einfach. Das ist also meine Einschätzung hierzu und ich bin gespannt, wie ihr das so seht, wie ihr meine Einschätzung einschätzt und wie euch das Set gefällt. Würde mich echt interessieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald in einem nächsten Video hier wieder auf diesem Kanal. Ich habe extrem viel Spaß aktuell an dem ganzen Thema. Ich versuche mir wirklich die Perlen rauszupicken, will ja nicht, dass mir nachgesagt wird, ich würde hier nur Lego haten oder bashen. Mein Ziel ist es jetzt, gute Laune zu haben, Spaß zu haben, mit euch zusammen Spaß zu haben, euch Mehrwert zu bieten, vielleicht auch Familien da draußen Mehrwert zu bieten, die sich diese Sets gerne kaufen möchten für ihre Kinder und einfach eine gute Zeit und Freude mit einem coolen Produkt zu haben und nicht nur das Negative zu sehen, sondern vor allem das Gute zu sehen, aber dabei die negativen Aspekte nicht zu vergessen und nicht außen vor zu lassen. Das ist so mein Ziel. Und ich hoffe, das gelingt mir. Schreibt mir auch dazu gerne eure Meinung mal hier unten drunter. Und jetzt sage ich alles Gute und tschüss, bis zum nächsten Mal hier von eurer Seerettungsküste. Und es passt ja auch, ne? Ich bin ja hier an der See quasi.